Dein Verhalten hat mir gezeigt, dass du genauso bist, wie ich dachte. Ich habe dir nie irgendwas vorgespielt. Ich war die ganze Zeit ehrlich zu dir. Und ich bin es auch, die zutiefst verletzt wurde. Warum haben wir es nicht geschafft, uns festzuhalten? Ich habe dich doch geliebt, Rick. Und du hast mich auch geliebt, das weiß ich ganz genau. Warum haben wir uns verloren? Hör mal, ich vermisse meinen besten Freund. Freunde? Freunde? Ja. Inzwischen bezweifle ich, dass wir das jemals waren. Es tut mir leid, was passiert ist. Ich wollte wirklich... Was wolltest du nie? Mein Leben kaputt machen? Nein, ich will es wieder gut machen. Wieder gut machen? Wie denn? Durch ein Pflaster oder so? Es gibt Dinge, die kann man nicht wieder gut machen. Du bist der, der schwach ist. Du wirst nie wissen, was Liebe ist. Oder Freundschaft. Und deswegen kannst du mir nur leid tun. Ich hab die Nase voll von Menschen, die so verantwortungslos sind wie du und wie ihr Vater. Eigentlich müsstet ihr eure Tochter beschützen. Aber anstatt auf sie aufzupassen, belügt ihr sie immer wieder. Und bringt sie mit euren Psychospielchen in Gefahr. Das Einzige, was sie von dir wollte, war, dass du sie so akzeptierst, wie sie ist. Und vielleicht auch noch eine Erklärung von ihrem Vater, wieso er seine Familie verlassen hat. Und trotzdem hat sie sich immer noch nicht von euch abgewendet und versucht, das alles zu verstehen. Und ist bereit, alles zu verzeihen. Aber jedes Mal, wenn sie ihr Herz öffnet, stichst du ein Messer hinein. Aber was ich nicht verstehe, Mr. Jacobs hat mir plötzlich eine Frage gestellt und ich hasse meinen Vater nicht. Ich kann nicht. Ich versuch's, aber es geht einfach nicht. Aber sie hat sich entschieden zu verschwinden, weil du ihr nicht helfen wolltest. Niemand hat sich je um sie gekümmert. Sie war auch nie für sie da. Sie hat versucht, sich umzubringen. Zweimal. Für mich gibt es hier nichts mehr, Stephen. Leila, das geht so nicht. Beruhigen. Nein, ich kann nicht. Sie wurde geschlagen, Lyle. Er hat sie misshandelt. Wie konntest du das nur tun? Es wäre besser für dich. Verdammt nochmal, Kenny. Versprich mir, dass du das nie wieder tust. Da ist nichts mehr. Es ist vorbei. Ich bin ein Stück Scheiße, oder nicht? Ich bin nichts wert für niemanden. Versprich es mir, dass du dir nie wieder was antust. Versprich es mir. Ich kann nicht den Rest meines Lebens hier drin verbringen, Kleines. Das wird schon wieder. Es ist vorbei. Es wird Zeit zu gehen.